Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal, nämlich Let's Play Dreamfall The Longest Journey, dem Nachfolgerspiel von The Longest Journey, das wir schon gespielt haben, und ich freue mich ganz besonders darauf, denn dieses Spiel ist von der Story her auch wirklich sehr schön. Ich will nicht zu weit vorgreifen, nicht zu viel verraten, ich spiele es also nicht blind. Aber das ist nach The Longest Journey das Spiel, das ich auch wirklich unglaublich liebe. Kurz noch die Daten. Dreamfall The Longest Journey. Das Release-Datum war 2006. Das Entwicklerstudio war wieder Funcom. Der Publisher war eine Tochterfirma von DTP Entertainment AG. Es ist ein 3D-Adventure. Ich würde es eher ein 3D-Point-and-Click-Adventure nennen. Ihr werdet noch sehen, was das bedeutet. Ich spiele es hier auf meiner Xbox 360. Das Spiel ist ursprünglich für die Xbox, also für die allererste Xbox rausgekommen. Das Spiel ist ab 12 Jahren und die Engine, die hier verwendet wurde, ist die sogenannte Shark 3D Engine. Gut, Leute, ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, stürzen wir uns ins Abenteuer. Wir haben ja alle noch in Erinnerung, was mit April und Krähe und allen anderen da so passiert ist in The Longest Journey. Hier nun die Nachfolgestory. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir und ich würde sagen, drücken wir mal Start. Wir machen natürlich ein... Moment. Ah, okay. Der linke... linke Analogstick geht nicht, sondern ich muss das hier. Ich würde mal sagen, ich lasse das mal. Sound, Gesamt und Musiklautstärke. Spielen, Text Deutsch. Untertitel machen wir mal an für euch. Tutorial ja. Kamera, das lassen wir mal alles so. Neue Einstellungen speichern, ja bitte. Speichere Optionen. Und dann würde ich sagen, spielen wir ein neues Spiel. Uns allen viel Spaß. Schreibt die Autosave-Datei. Fortsetzen. Verdorben. Ich bin am Scheideweg zwischen Wachsein und Traum. Ein Pfad führt zu der Welt zurück, die ich hinter mir ließ. Der andere Pfad. Der andere Pfad führt zu einem Ort der Schatten. Zwischen dem Vertrauten und Unbekannten, zwischen Gewissheit und Zweifel, fällt meine Wahl eindeutig aus. Jeder geistig normale Mensch würde sich umdrehen und zur normalen Welt zurückkehren, vergessen, was er gesehen hat, und sein Leben in gnadenvoller Unwissenheit weiterführen. Doch in Wahrheit ist es zu spät. Meine Wahl habe ich vor vielen Jahren getroffen, als ich diese Reise antrat. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ich bin an einem Scheideweg, aber für mich gibt es nur einen Pfad. Ich lasse diese Worte in der Hoffnung zurück, dass sie eines Tages jemandem als Leitfaden dienen werden. Wer auch immer dies lesen mag, Gott sei mit dir auf deinen Wegen. Wenn du dich jemals entscheidest, in meine Fußstapfen zu treten, dann schau bei mir vorbei. Brian Westhouse. Wir sind bereit, Reisender. Deine Reise beginnt. Folge mir. Ja, Leute, wir spielen Brian Westhouse. Den kennen wir auch noch aus The Longest Journey. Und wir sind hier in Tibet gelandet. Also er ist noch nicht in Arcadia. Und ja, schauen wir mal kurz. Also ihr seht schon, es ist ein Point-and-Click-Adventure, aber im 3D-Stil. 2006 war das so der, ja, die State of the Art, sag ich mal. Schauen wir uns das Buch mal an. Ich habe die Mönche gebeten, auf mein Journal aufzupassen. Hoffentlich erleuchtet diese Reise jemand anderen. Mhm. Das Bett? Das Leben eines Lamas ist so hart wie ihre Betten. Also wir können jetzt nicht rauf, runter, sondern wir können nur
Nach links, rechts schauen. Okay. So, hier sind... Also wir können nicht rennen mit ihm oder so. Wir können nur ganz langsam gehen. Ah, da ist der. Hallo, du? Ah. Das sind Mani-Räder. Sie haben den Aufdruck des Mantra Om Mani Padme Hum. Es ist ein Segen. Okay. Geht's hier noch irgendwo hin? Natürlich nicht. Oh, doch. Diese Tür führt zur anderen Hälfte des Klosters. Ob wir da noch hin müssen? Hm. Okay. Wir sind hier bei einem tibetanischen Ritual und er hat uns ja Reisender genannt. Und da hinten stehen noch welche. Können wir mit euch reden? Sehr schön gemacht alles hier. Zuhören? Sie müssen mich bemerkt haben. Sie haben aufgehört zu flüstern. Aha. Das ist gemein. Wieso flüstern die und sagen uns nichts? Ja, müssen wir jetzt darauf gehen? Kann ich dich anschauen? Er meditiert. Ich sollte ihn besser nicht stören. Aha. Und was sollen wir jetzt tun? Ja, Leute, das Spiel ist 7 Jahre rausgekommen, nachdem The Longest Journey rauskam. Da haben wir damals lange warten müssen auf dieses Spiel. Und ich habe es dann auch nicht gleich entdeckt gehabt, dass da eine Nachfolge rauskam. Nach 7 Jahren rechnet man ja da auch nicht mehr wirklich damit. Deswegen hat es dann auch noch ein paar Jahre... Oh. Das Ritual ist bereit. Steig auf das Podium, Reisender. Okay, da hat es dann auch ein bisschen noch gedauert, bis ich es dann eben bemerkt hatte, das Spiel nochmal anschauen. Er wartet, dass ich in den Kreis gehe. Mit dir sprechen? Bitte, Reisender, steig auf das Podium. Du willst mit uns wohl nicht sprechen, dann gehen wir mal hier auf das Podium. Was machst du hier? Du darfst gar nicht hier sein. Es wird dich finden. Was zum... Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Wie bist du hierher gekommen? Schnell. Du kannst hier nicht bleiben. Ich weiß nicht, wie ich von hier wieder fort kann. Es ist hier. Was hast du getan? Was hast du nur getan? Was meinst du? Was? Das Ungeträumte. Gott, was ist das? Was? Nein. Nein. Nein! Es heißt, jede Geschichte habe einen Anfang und ein Ende. Das mag in den meisten Fällen richtig sein, manchmal jedoch sind Anfang und Ende ein und dasselbe. Mein Name ist Zoe Castillo. Normalerweise bin ich nicht so blass, aber so sieht man nun mal aus, wenn man im Koma liegt. Das ist mein Vater Gabriel. Ich bin alles, was er in dieser Welt hat. Meine Mutter starb vor 15 Jahren und ich habe keine Geschwister.
Ich denke, er wird sehr einsam sein, wenn es mich nicht mehr gibt. Ich wünschte, ich könnte nur noch ein einziges Mal mit ihm sprechen, ihn wissen lassen, dass alles okay ist. Aber das wäre eine Lüge. Das Einzige, was ich sagen könnte, wäre: Leb wohl. Da ich in diesem Bett liege, aber trotzdem zu euch sprechen kann, muss dies wohl so etwas wie eine außerkörperliche Erfahrung sein. Ich bin nicht sicher, ob ihr mich hören könnt, aber ich habe kürzlich Erlebnisse mit Stimmen aus dem Jenseits gehabt und somit gebe ich diesem hier eine Chance. Schlimme Dinge sind passiert und jeder, der die Wahrheit kennt, ist entweder tot oder vom Angesicht dieser Welt verschwunden. Falls ich zu jemandem durchkomme, zu irgendwem, kann vielleicht etwas getan werden. Wenn ihr mich also wahrnehmen könnt, bitte hört zu. Dies ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht ist es das Wichtigste, was es je gab. Bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt das älteste Klischee der Literatur benutze. Alles begann damit, dass... diese unglückliche Kuh zum Implodieren gebracht. Ryan? Ein würziger Fleischklops. Irren ist menschlich, aber vergeben ist rindlich. Mir gehen langsam die Kuhwitze aus, Leute. Danke, Diane. Die Stasis war heute Morgen für eine Massenkarambolage auf dem Crosstown Express verantwortlich, wobei eine Person umkam und 5 verletzt wurden. Zeugen berichteten, dass ein Warentransporter den Kontakt zum Netz verlor und die manuellen Systeme versagten, die Steuerung zu übernehmen. Das führte zu einer Kollision. Dieser Unfall deckt sich mit einem Bericht der CTU, der mit absoluter Sicherheit behauptet, dass die Stasis von starker Sonnenfleckenaktivität herrührt. Dem Bericht wurde bereits heftig widersprochen von einigen... Zoe! Finde sie! Rette sie! Finde sie! Rette sie! Was war das? Muss irgendeine Viruswerbung gewesen sein. Cricket kommt wieder heim, Leute, und die Critters hauen alle um, als gäbe es kein Morgen mehr. In den Opening Innings sind die superschnellen Kassaben mit allem Feuer und aller Kraft durchgestattet. Zoe, hier ist eine Nachricht. Mein Handy piept. Kein Grund für drastische Maßnahmen zu... Ja, Leute, wir spielen Zoe Castillo, ein junges Mädchen, und deren Handy klingelt. Und da liegt das Handy. Schauen wir mal. Da ist eine Nachricht auf meinem Handy. Nehmen. Dies ist eine automatische Erinnerung, gesendet von... Shit. Die Sporthalle. Wir haben eine automatische Nachricht von der Sporthalle. Drücken Sie, um Nachricht auf den Bildschirm zu überprüfen. Was ist das für eine Taste? Inventory? Hallo, Wonkas. Zoe, möchtest du ein Spiel spielen? Nicht heute, ich bin nicht in Stimmung. Oh, okay. Per Zufall haben wir Wonkers kennengelernt. Wir müssen hier einfach mal was auswählen. Terminplan. Was steht denn heute auf meinem Terminplan, Wonkers? Nun, da wäre die Sporthalle um 11.30 Uhr. Richtig. Und danach? Und die Party heute Nacht. Es gibt nichts davor? Nein, Zoe, das ist alles. Ich brauche wirklich einen neuen Job. Wonkers kann sich mit unserem Home-Server verbinden und mich an meine Termine erinnern. Das habe ich gerade gemacht. Langweilig. Langweilt sich Wonkers nie? Langweilt dich das nicht, hier immer nur in meinem Zimmer zu sitzen? Mich schon. Ich langweile mich nicht. Ich denke eine Menge. Wirklich? Was denn? Über die schönen Zeiten, die wir miteinander hatten, Zoe. Diese Erinnerungen machen mich glücklich. Wonkers,
Das ist traurig. Warum? Ich wurde nicht programmiert, um mich schlecht zu fühlen, Zoe. Ich wurde programmiert, immer glücklich zu sein. Du Glücklicher. Ich wünschte, ich wüsste, was das für ein Gefühl ist. Also der Wonkers scheint schon ein netter elektronischer Freund zu sein, Nachrichten. Er achtet auf alle Schlagzeilen, die mich möglicherweise interessieren. Wie lauten die Schlagzeilen heute? Gagan Galanka wurde letzten Abend mit dem chinesischen Model Vivian Su in Europolis, in dem protzigen Nachtclub Bitte, gesehen. Augenzeugen sagten... Nein. Die nächste Story, bitte. Der Kasavi-Playboy Baptiste Messot schockierte seine Zuschauer mit... Überspring die Klatschspalten. Gibt's nichts anderes? Es stellte sich heraus, dass der Bingo-Diätwahl mehr Kalorien hat als... Gibt es keine richtigen Nachrichten? Du hast mich auf Unterhaltungsnachrichten, Schlagzeilen und Schlankheitskuren programmiert, Zoe. Wenn du meinen Newsfilter anders programmieren willst, ist das ganz einfach. Ah, nein. Ich glaube, dass ich mir einen Newsfeed-Zugang einrichten werde. Aha, auf Wiedersehen. Zeit, sich auf den Weg zu machen. Ich muss mich auf die Socken machen. Bist du sicher, dass du kein Spiel spielen willst? Wir haben so lange kein Spiel mehr gespielt. Tut mir leid, Wonkers. Ich hatte in letzter Zeit keine Lust, Spiele zu spielen. Wie du willst. So, das war Wonkers, aber trotzdem müssten wir doch irgendwie auf das Handy zugreifen können. Wo war denn nochmal das Inventar? Ah. Links, rechts im Gegenstand ihres Inventars zu scrollen. Jawohl. Und wie wähle ich aus? Ah, so wähle ich aus. Ah, da, 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 da. Nein, nein, nein. Da kann ich meine Kissen stapeln. Okay, auf dem Bett kann sie ihre Kissen stapeln. Ich gehe nie ohne mein Handy von zu Hause weg. Fast okay. Nie. Da kann ich meine Kissen stapeln. Okay, mit A wähle ich das Handy nicht aus. Ich muss leider gestehen, dass ich die Steuerung nicht mehr kenne. Ah, ich kann aber auf den Balkon. Gehen wir auf den Balkon. So. Sie ist schon auch sehr hübsch anzusehen, Leute. Nein, Spiel fortsetzen. Ah. Oh. Schaut mal. Das ist eine Art gezielter Blick oder so. Ich habe zuletzt so viel Zeit auf diesem Ding verbracht, dass es ein Wunder ist, dass mein Hintern noch nicht wie ein Ballon aussieht. Okay, das war der linke Analogstick gedrückt. Ich drücke mal ein paar Tasten. Ich habe zuletzt so viel Zeit auf diesem Ding verbracht, dass es ein Wunder ist, dass mein Hintern noch nicht wie ein Ballon aussieht. Ja, ja, Zoe. Wir müssen erstmal die Steuerung ein bisschen... Das macht Pause. Wie kann ich denn auf ihr Handy zugreifen? Irgendeine Taste gibt's bestimmt, Leute. Ah! Es ist der rechte Bumper. Dies ist eine automatische Erinnerung bezüglich deines Termins in der Sporthalle. Bedauere es nicht, wenn du zu spät kommst, sondern komm einfach rechtzeitig. Das war von Jama Mbai. Jama Mbai. Das scheint die Trainerin von Zoe zu sein. Dennoch genießen wir jetzt erstmal ein bisschen die wunderschöne Aussicht hier über Zoes Heimat. Ein Pool auf dem Dach. Gut. Dann gehen wir wieder rein. Was können wir denn hier noch alles... Ah, oh. Tür. Was ist wir hier? Haben einen Service, der sich um das Haus und die Wäsche kümmert. Aber der kommt nur einmal die Woche vorbei. Wie ihr seht, ist hier alles recht mit Liebe gemacht. Mein liebster Platz in der Welt. Ich nehme die längsten Duschen. Ich meine, was kann man sonst schon tun? Die längsten Duschen. Zoe, du bist also sozusagen eine Duschweltmeisterin. Was bin ich froh, dass ich das Badezimmer nicht mit der teilen muss. Er ist chaotisch. Aha, okay. Da kann sie ihre Kissen stapeln. Oh, der Fernseher. Fernseher? Ich musste Dad 1 Million Mal nerven, ehe er mir dieses im Fenstersystem kaufte. Er glaubt, dass ich zu viel Zeit vor dem Fernseher verbringe. Da hat er nicht Unrecht. Central. Screen aus. Ah, oh, schaut mal.
wirklich eingebettet im Fenster. Central. Screen an. Okay. Ich musste Nee, okay. Aus. Central. Screen aus. Okay. Was ist das hier? Kiste. Was für ein Chaos. Ja, aber Dad hat Chaos. Oh, was ist hier? Momentchen mal. Ich bilde mir ein. Da kann ich meine Kissen stapeln. Da war doch gerade was. Momentchen. Ich bildete mir ein. Da, eins der Bilder ist fokussiert worden. Olivia liebt es, fotografiert zu werden. Oho, wer ist denn Olivia? Nee. Kann ich meine Kissen stapeln. Nee. Das ist ein bisschen... Man kann hier sozusagen nur Olivia anvisieren. Kann man den hier denn auch anvisieren? Sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Treppen. Gehen wir mal die Treppen runter. Guten Morgen, Zoe. Dad, was tust du noch zu Hause? Meinen Kaffee trinken? Der Zug fährt nicht vor 1 Uhr und ich dachte, dass ich zur Abwechslung noch ein wenig schlafen könnte. Zug? Welcher Zug? Der Zug nach Bombay. Bombay? Ach du lieber Gott, Zoe, hast du das schon vergessen? Wir haben am Dienstag darüber gesprochen. Ich mache eine Dienstreise nach Bombay. Erinnerst du dich? Ach, Bombay, richtig. Ich dachte, das wäre nächste... Warte, ist heute Donnerstag? Wie erbärmlich das ist. Ich weiß nicht einmal mehr, welcher Tag es ist. Nun, wenigstens bist du Vormittag wach. Das ist ja schon etwas. Hast du irgendwelche Pläne heute Morgen? Ich meine, was davon noch übrig ist. Ich gehe ins Training. Siehst du? Du hast doch noch eine gewisse Hingabe für etwas. Entweder das oder ich studiere wieder die Stellenanzeigen und werde depressiv wegen all der Jobs, für die ich nicht qualifiziert genug bin. Wenn du so empfindest, warum gehst du dann nicht wieder auf die Schule? Dad, fang nicht wieder damit an. Es tut mir leid, Zoe, aber ganz offensichtlich bist du hier nicht glücklich. Ändere deine Situation. Biotech ist nicht das Einzige, was Kapstadt zu bieten hat. Himmel, warum willst du die Universität nicht wechseln? Ich werde dir helfen. Bombay hat eine großartige Schule für Biotechnik. Ich könnte vorbeischauen, während ich dort bin. Wir hatten diese Diskussion bereits. Ich wünschte, es wäre so leicht. Bist du der Meinung, es fehlt mir an einem Ziel oder an Ambitionen? Nun, ich weiß einfach noch nicht, was ich will. Würdest du bitte Verständnis dafür aufbringen? Ich brauche Zeit. Okay, ich werde dich nicht drängen. Ich bin glücklich, dich wieder daheim zu haben, Zoe. Ich hasse es nur, dich so zu sehen. Ich auch, Dad. Ich auch. Okay, Leute, wir haben hier jetzt einiges erfahren über Zoe und ihren Dad und ich würde sagen, wir unterhalten uns dann mit Dad im nächsten Part weiter. Zoe hat wohl in Kapstadt studiert und das Studium oder Biotechnik oder Biochemie und das Studium dann abgebrochen und ist wieder zu Hause bei ihrem Vater in Casablanca. Und er schlägt ihr vor, dass sie doch in Bombay studieren soll. Also scheint man hier als Student in dieser Zeit, in der das alles spielt, relativ weltumspannende Möglichkeiten zu haben, nennen wir es mal so. Ich würde aber sagen, wir unterhalten uns dann weiter mit Dad im nächsten Part von Dreamfall, The Longest Journey. Bis zum nächsten Mal. Ciao.